Ja, danke dir, Thomas. Und dann sage ich mal ganz herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier, aber hoffentlich auch an den heimischen Bildschirmen, dass Sie es entsprechend aber hier vor allem auch noch ausgehalten haben, trotz des Schneesturms, den wir da draußen haben. Herzlichen Dank, aber alle heiße ich mal ganz herzlich willkommen. Genau, nicht nur die Tech-Aktien haben im letzten Jahr eins auf den Deckel bekommen, auch die Technik hier hat nicht immer so optimal funktioniert, aber das kriegen wir zusammen schon hin. Ich möchte mit Ihnen heute einen Kapitalmarktausblick mal geben fürs laufende Börsenjahr und die Frage stellen, sind die Kapitalmärkte in diesem Jahr eher riskant oder sind sie reizvoll für den Anleger? Und das möchte ich mit Ihnen heute zusammen mal durchgehen. Ja, das ist der Gruß aus unserer Compliance-Abteilung. Alles, was ich Ihnen heute hier natürlich sage, ist entsprechend nicht als Anlageberatung zu verstehen. Und die Indikatoren können natürlich entsprechend keine Prognose für die Zukunft auf absoluter Sicherheitsbasis geben, sondern es ist nur eine entsprechende Einschätzung. Und das kennen Sie ansonsten schon. Wo stehen wir aktuell? Das ist ja mal die Frage, wenn ich gefragt werde, wo geht's denn hin? Da muss man natürlich erstmal gucken, ich brauche ein ordentliches, brauche ein solides Fundament. Da muss ich entsprechend drauf meine Prognosen bauen können. Und deswegen ist die Frage, wie ist denn die aktuelle Lage? Und da guckt man natürlich auf das, was aktuell alle, ja, ich sag mal, momentan so wirklich mit Argusaugen beobachten. Und das ist natürlich die Inflationsrate. Was Sie also hier sehen, das Inflationsgebirge kann man fast schon sagen. Aber Sie sehen diesen roten Strich, der ist, glaube ich, auch hoffentlich im Internet dann zu sehen. Wir sind also vielleicht sogar schon über den Pass drüber. Die Inflationsraten gehen jetzt ein wenig zurück. Ob das an den Zinssteigerungen der Zentralbanken liegt, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Die können sich natürlich jetzt vielleicht feiern lassen und sagen, so ist mal alles super gemacht, wir haben das richtig gut eingefädelt, jetzt geht die Inflationsrate wieder zurück. Es sieht eher danach aus, dass, ja, ich sag mal, draußen schneit es kräftig, aber Sie erinnern sich, in den letzten Wochen, da hatten wir auch gerne mal 15 oder 18 Grad draußen. Man musste also wenig die Gasheizung oder entsprechend die Heizung an sich aufdrehen. Das heißt, es ist wenig nachgefragt worden. Die Speicher sind weiterhin voll, nachdem entsprechend sie auf bis zu 99% hochgegangen sind. Zuletzt lagen wir so bei 89%. Also die Nachfrage nach europäischem Gas geht dann zurück. Und das hat natürlich hier so ein bisschen Entspannungslage am Energiemarkt gesorgt. Beim Tanken merkt man es auch, es ist nicht mehr ganz so krass teuer, immer noch nicht günstig, aber die Energiekrise scheint zunächst mal ihren absoluten Schrecken zurzeit verloren zu haben. Und das sehen Sie vor allem hier an den orangefarbenen Balken, also den oberen Bereich, den entsprechend hier sehen. Das sind nämlich die Anteil der Energiepreise an der Inflationsrate. Das hat wirklich hier entsprechend zu kräftigen Anschüben gesorgt. Und es mehren sich die Zeichen, dass im Laufe dieses Jahres das Ganze zurückgeht. Das heißt mitnichten, dass Energie jetzt wieder krass billig wird. Wir bewegen uns weiterhin in einem relativ teuren Bereich, aber beim Erdgas, habe ich gleich nochmal einen interessanten Chart mitgebracht, ist es deutlich zurückgegangen. Jetzt haben wir natürlich so nachlaufende Indikatoren. Sie merken das selbst, Sie gehen in den Supermarkt, Gurken, Bananen, alles was transportiert oder was im Gewächshaus heranwächst, ist sehr, sehr teuer. Das sehen Sie an diesem grauen Balken und darunter haben wir natürlich noch Industriegüter und Dienstleistungen. All die laufen hinterher, teilweise haben ja schon die Handwerker und das ganze Material ist alles deutlich teurer geworden. Letztens hat mir eine Bekannte gesagt, sie wollten einen Wintergarten bauen, da hätten sie den vierfachen Preis fürs Mauermaterial zahlen müssen, als noch vor etwa anderthalb Jahren, als sie es ursprünglich geplant haben. Also sieht man, was da gekommen ist. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Reihe nachlaufender Indikatoren. Das heißt, die Inflationsrate könnte eventuell ihren Peak überschritten haben. Also zweistellige Raten werden wir ja vielleicht hier in der Europäischen Währungsunion nicht mehr sehen. Aber Sie sehen hier, wenn wir uns den Bereich bewegen 2023, 2024, und ich habe Ihnen hier mal die konkreten Zahlen mitgebracht, das ist unsere Prognose. Also rund 7% werden wir auch dieses Jahr erreichen und auch in 2024 sind wir mit 3,5% weit von dem Ziel der Zentralbank mit um die 2% entfernt. Also keine Entwarnung wirklich absolut an der Zinsfront. Das spielen die Märkte schon sehr, sehr stark. Ob die Mitte des Jahres wirklich dann schon den Peak überschritten haben, wenn wir uns, das ist doch die große Frage. Deswegen ist der Markt vielleicht da ein bisschen unbedarft. Auf der faktischen Seite kann man zunächst mal sagen, ich habe Ihnen hier auf dieser Grafik mitgebracht, einmal der Gaspreis und hier sehen Sie den Beginn des Ukraine-Kriegs, da ist richtig nach oben geschossen, dann hat sich es ein bisschen vermindert, wir sind ja in den Sommer reingekommen, ja und dann als die Erdgaslager in Deutschland gefüllt werden müssen, die waren nämlich deutlich unterhalb der ursprünglichen oder normalen Raten, dann haben wir natürlich vor allem in Deutschland hier Gas aufgekauft. Jeder, der was anzubieten hatte, hat Traumpreise bekommen. Das ist natürlich super gewesen für die Anbieter. Und da ging das Ganze ja, Sie sehen es hier hoch, bis auf 300, 350 Euro je Megawattstunde.
und plötzlich mussten Gewächshausbetreiber, Wellnessanbieter oder Schwimmbäder plötzlich den drei- oder vierfachen Preis zahlen, denn die zahlen ja wirklich diese Preise. Keiner von uns zahlt diesen Preis. Das Problem ist natürlich, was wir alle haben. Als die 300 oder 350 Euro je Megawattstunde stand, hat Ihr Gasversorger sich diesen Preis eingeloggt für die nächsten 2 Jahre, weil der unbedingt einen Vertrag abschließen musste. Der konnte entweder spekulieren, dass es runtergeht, oder der musste einen neuen 2-Jahres-Vertrag abschließen. Und das wird uns natürlich alles in den nächsten Monaten begleiten. Und deswegen werden entsprechend die Gasversorger sukzessive ihre Preise natürlich nach oben setzen. Und dann halt die Abschlagszahlungen müssen dadurch auch deutlich nach oben gehen, was wiederum den Konsumenten uns allen das Geld aus der Tasche zieht. Das muss man berücksichtigen, weil keiner von uns zahlt ja auch wirklich privat diesen Spot-Marktpreis. Das ist für große Anbieter, BASF beispielsweise, schon eine Entlastung, muss man sagen. Aber interessanterweise, wir sind beim Gaspreis jetzt dort, wo wir vor dem Ukraine-Krieg haben, was das Ganze ja auch ausgelöst hat. Aber Sie sehen auch, wenn wir ein bisschen nach links gehen, ab 2021 hat das Ganze schon kräftig angezogen. Auch beim Ölpreis lag einfach daran, dass Produzenten rückläufig gegangen sind, als während der Corona-Phase wahnsinnig wenig Nachfrage war, als ganz wenig Leute gefahren sind, diese Produktion zurückgefahren wurde, und als plötzlich der Nach-Corona-Boom kam, dann wurde unheimlich stark nachgefragt. Jeder ist wieder ins Flugzeug gestiegen, jeder wollte wieder verreisen. Die Nachfrage war extrem groß, das Angebot hielt nicht im Schritt. Also das Ganze ist nicht nur allein Ukraine-Krieg bedingt. Wie ist der aktuelle Stand? Ich habe Ihnen das hier oben links da mal eingekringelt. Sie sehen, entsprechend ist es immer so, wie eine Sinuskurve steigen und fallen die Gaspreisfüllstände. Das heißt, die sind ja meistens so, Sie sehen es so, Ende März, Anfang April sind sie auf niedrigem Level. Dann beginnt oder dann endet die Heizphase. Dann kann das Gas, was eingefüllt wird, wieder die Speicher füllen. Dann piekt sich das so im September, Oktober. Dann entnehmen wir Gas. Es wird nämlich mehr Gas dann bei uns verfeuert, als auch die Lieferanten liefern können. Das war schon immer so. Und dann geht das Ganze wieder zurück, so auf etwa 40-50%. Das Problem ist, Sie sehen es an dieser blauen Kurve 2021, da lagen wir eben entsprechend sehr, sehr niedrig. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass die anschließenden Füllspeicherstände auch so niedrig waren, was dann dazu geführt hat, hohe Nachfrage, wenig Angebot. Also der Preis ist entsprechend explodiert. Wir glauben aber nicht, dass sich das jetzt drastisch fortsetzen wird. Beim Ölpreis muss man allerdings schon sagen, die aktuellen Preise, die wir aktuell hier haben, da Sie sehen es hier oben da, um die 80 Dollar, die werden wahrscheinlich nicht zu halten sein. Es wird wieder anziehen. Ein großer Faktor ist, oder preistreibender Faktor ist China. Die haben ja eine 180-Grad-Kehrtwende hingelegt. Die Unternehmen produzieren wieder. Die Leute können plötzlich wieder reisen, wieder fliegen. Die Flugschalter sind geflutet worden von reisewilligen Chinesen. Dort wird also deutlich wieder mehr nachgefragt. Die Industrie brummt. Und gleichzeitig hat die OPEC und die OPEC Plus schon deutlich zu verstehen gegeben, dass sie das entsprechend nicht mitmachen. Das heißt, sie werden ihre Fördermengen begrenzt halten oder nicht deutlich ausweiten. Und das wird natürlich dazu führen, dass der Ölpreis im Laufe der nächsten Monate wieder anziehen könnte. Und da erwarten wir, Sie sehen es hier, sowohl auf 6 als auch auf 12 Monate, einen Brennölpreis von 100 US-Dollar. Also Inflationsdruck von der Seite kommt durchaus wieder rein. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, nicht in Richtung 140 oder 130 Dollar, wie wir es schon mal hatten. Das heißt also nicht gar so stark. Und bei Inflation müssen Sie immer berücksichtigen, haben Sie einen Preis, was vorher 8 Euro gekostet hat, und dann kostet es plötzlich 10 Euro, dann haben Sie eine Preisanhebung um 2%, entsprechende hohe Inflationsrate. Bleibt es dann bei 10 oder fällt vielleicht auf 9,80 Euro, dann haben Sie entsprechend weniger Inflation aufgrund dieser sogenannten Basiseffekte. Teuer ist es trotzdem. Erst wenn wir kräftige Deflation bekommen, dann würden Preise wirklich wieder billiger werden. Das ist aber bei Weitem nicht zu erwarten. Gut, gucken wir entsprechend jetzt mal auf die konjunkturelle Lage. Wie ist dort die Stimmung am Markt? Und das ist wichtig, man hat sogenannte vorlaufende Indikatoren, mit denen es möglich ist, rauszufinden, wie die Unternehmen denn die nächsten Monate sehen. Da sind ganz beliebte Indikatoren, sogenannte Einkaufsmanager-Index. Man fragt also dortigen Einkaufsmanager in Unternehmen. Die können entscheiden, wird Maschinen angeschafft, was brauche ich an Material, wie sieht es mit der Personalplanung aus. Die kennen sich da recht gut aus. Und die befragt man dann, was sie für die nächsten Monate erwarten. Das sind vorlaufende Indikatoren. Und was wir schon an dieser rechten Seite, Sie sehen es hier ganz gut erkennen können, also sowohl beim verarbeitenden Gewerbe, aber auch im Dienstleistungssektor ist also diese Unterschreitung der sogenannten expansiven, das ist diese rot gestrichelte Linie, diese Expansionsschwelle, da nähert es sich schon wieder an, ab 50 Punkten, das ist im Endeffekt dann, wenn Sie so wollen, sagen 50%
ja, 50% nein. Und wenn es drüber geht, dann sagen eben entsprechend 51%, wir glauben, es geht langsam wieder bergauf. Zwar nur 1%, aber trotzdem mehr, wie bei der Demokratie entsprechend, leichter Überhang. Und dann sagen diese Unternehmen, wir werden wieder expandieren, weil wir glauben, es wird sich wieder bessern. An dieser Schwelle sind wir noch nicht ganz, aber sie kratzt dran, zumindest der Dienstleistungssektor. Und das heißt im Endeffekt, dieser Indikator sagt uns schon, dass die Stimmungslage zumindest bei den Unternehmen doch deutlich besser geworden ist, als wir es noch vor ein paar Wochen erwartet haben. Wie setzt sich das Ganze in möglichen konjunkturellen Zahlen aus? Also was passiert mit dem Bruttoinlandsprodukt? Ich habe Ihnen hier mal die beiden mitgebracht. Die Europäische Währungsunion, also Euro, ist blau und die US-Zahlen sind rot. Und da sehen Sie, sie werden sowohl, ja, wir haben zurückliegende Quartale, negative Wachstumszahlen hat das übrigens. Bisschen doofer Ausdruck, in der Volkswirtschaft benutzt man das so. Also eigentlich eine Schrumpfung der Weltwirtschaft, beziehungsweise bei der EWU und US. Auch im ersten und auch bis zum zweiten Quartal könnte es durchaus noch etwas rückläufig werden. In den USA mehr als in Europa. Die haben natürlich ein Riesenproblem mit ihren Arbeitsmärkten, weil dort steigen die Löhne im zweistelligen Prozentbereich und gleichzeitig gibt es fast doppelt so viele ausgeschriebene Stellen wie Angebieter oder wie Nachfrager anstellen am Markt. Das heißt also, die haben eigentlich das Luxusproblem. Sie haben viel zu viele Stellen und zu wenig Nachfrage. Manchmal passt das nicht zusammen, aber die amerikanische Zentralbank bzw. der Staat hat so viel Geld seinen Bürgern vor einiger Zeit noch gegeben, um die Konjunktur anzukurbeln, als wir eben 0% Inflation haben, dass so viele Leute Geld auf der hohen Kasse haben, dass vermutet wird, man genau weiß man es nicht, dass die erstmal von ihren Reserven aufbrauchen werden und erst dann sich wieder dem Arbeitsmarkt zuwenden. Oder wir haben auch viele, die vielleicht so Mitte, Ende 50 sind, die sich aufgrund der Corona-Pandemie komplett vom Arbeitsmarkt verabschiedet haben, viele Jahre früher, als man eigentlich erwartet haben. Das ist das große Problem dort. Aber auch im Laufe des Jahres, Sie sehen es hier, so zweite Jahreshälfte, könnte es da so langsam wieder bergauf gehen. Wie sieht der Gesamtweltblick aus? Da lenke ich bitte lege mal auf die roten Balken, also hier 23. Für Deutschland erwarten wir durchaus eine Rezession. Wie gesagt, in der zweiten Hälfte kann es besser werden, aber der Rückgang im ersten, zweiten Quartal ist dann so kräftig, dass es nicht mehr ganz aufgefangen werden kann. Also da warten wir eher plus minus null, sagen wir mal ganz grob, beziehungsweise leichte Rezession. Aber um da was Positives zu sagen, eine schwere Rezession, wie es noch vor einigen Wochen oder Monaten erwartet worden ist, die scheint wohl mehr oder weniger vom Tisch zu sein, auch eben, weil die Energiepreise sich doch deutlich ermäßigt haben. China wird mit etwa 4,5% zumindest wieder nach dem Corona-Schocks wieder wachsen können. Die USA, Sie sehen es auch hier leicht in der Rezession, Eurozone plus minus null. Also in diesem Jahr nicht so wahnsinnig viel zu erwarten, immer berücksichtigen entsprechend, was erwarten aber eigentlich die Märkte, die erwarten eigentlich kräftige Wachstumszahlen, was wir eigentlich jetzt gesehen haben, 1000 Punkte im DAX, da erwarten die Märkte eigentlich eher, dass es deutlich bergauf geht, passt das mit diesen Sachen zusammen nicht so ganz. Was ist entsprechend jetzt eigentlich dann das bessere Thema? Zinsen oder Aktien? Eigentlich muss man beides haben, aber ich glaube, wenn ich vor einem knappen Jahr hier noch gestanden hätte, hätten die allermeisten mir wahrscheinlich gesagt, sie investieren lieber in Aktien statt in Anleihen, weil Anleihen muss man entweder in den absoluten Hochrisikobereich gehen und mittlerweile können sie aber wieder für gute, bonitätsstarke Unternehmensanleihen Zinsen hervorholen, die denen einer Dividende durchaus ebenbürtig sind. Und das wird natürlich auch weiter den Aktienmarkt belasten. Andererseits aber, wir müssen uns entsprechend vielleicht auch mal wieder den Anleihemarkt zuwenden. Vielleicht muss der ein oder andere, der da vielleicht erst seit 3 oder 4 Jahren an der Börse ist, das sogar erst mal wieder lernen, weil entsprechend Anleihen ja lange kein Thema waren. Wie sieht es erstmal von der Zinsseite derjenigen aus, die die Zinsen setzen? Da habe ich Ihnen hier mitgebracht die US-Notenbank, die sogenannte FED, das ist in Orange und Rot. Und dann haben wir entsprechend in Blau den Leitzins der EZB. Leitzins, das ist der Zins, den die Zentralbanken setzen, sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks, zu dem sich Geschäftsbanken bei der EZB Geld leihen können. Das ist deswegen der sogenannte Referenzzins. Immer auch wichtig für Sie als Anleger, immer wenn man ihnen etwas anbietet, das überhalb dieses Referenzzinses ist, muss ein zusätzliches Risiko drin liegen, weil ansonsten könnte sich entsprechend derjenige, der ihnen ja was anbietet, das Geld ja auch bei der Zentralbank holen. Er muss dafür natürlich Sicherheiten hinterlegen, aber wenn zum Beispiel diese Sicherheiten nicht gegeben sind, ist ja auch wieder ein zusätzliches Risiko da. Deswegen sagt man hier auch entsprechend vom sogenannten Leit oder von diesem Referenzzins. Sie sehen auf der orangen und roten Kurve, dass die FED in den USA viel früher als die EZB angefangen hat, die Zinsen
deutlich anzuheben und das auch mit sehr, sehr kräftigen Zinsschritten von teilweise bis zu 100 Basispunkten sind die also ordentlich nach vorne marschiert. Die EZB hechtet noch so ein bisschen hinterher, hat auch denn die Folge, dass wir oder den Grund, dass wir hier in Europa noch nicht so schnell und so stark steigende Inflationsraten hatten. Sie haben es lange Zeit vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, totgeschwiegen, hinterher ist man immer schlauer. Es gab schon die ersten Indikatoren, natürlich Einkaufsmanager-Indizes auch da oder Verbraucher, nicht Verbraucher, sondern im Endeffekt Produzentenpreise, die kräftig angezogen sind. Jetzt hat die EZB auch kräftig nachgelegt. Sie sehen aber an diesen Punkten, die FED wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel drauflegen, die EZB muss noch ein bisschen nachlegen. Aktuell, wenn man die Marktteilnehmer befragt, wie es denn im US-Markt aussieht, dann könnte es sich in diese Richtung bewegen, dass man sagt, bis Mitte des Jahres, Sie sehen hier unten die Skala, 06, also Juni 2023, erwartet der Markt eigentlich nochmals mehrere Zinsschritte. Dann ist aber, das ist diese blaue Kuppelkurve, wenn Sie wollen, der maximal erwartete US-Zins erreicht. Und da bewegen wir uns unetwa im Bereich zwischen 4,75 und 5%. Ich habe Ihnen das hier auch nochmal eingeblendet, das ist hier unsere Erwartung. In den nächsten 3 bzw. 12 Monaten werden wir wahrscheinlich so knapp in Richtung 5% marschieren. Die amerikanische Notenbank setzt ja nicht einen Zins, sondern die setzt so eine Spannbreite, immer zwischen plus minus 0,25%. Also bei 4¾ bis 5% werden wir da landen. Das heißt, es geht noch etwas nach oben. Aber die ganz großen Megazinsschritte, könnte man auch wieder sagen, sind zumindest marktseitig erwartet bis Mitte des Jahres dann erledigt. Ob es dann wieder runtergeht, das ist natürlich ein anderes Thema. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, ob die Inflationsrate dann wieder deutlich zurückgeht, ob die natürlich dann erwarten, bis es deutlich sich der 2% annähert oder vielleicht zu sagen, jetzt haben wir so lange gewartet, bis das Null überschritten ist. Jetzt lassen wir sogar mal ein bisschen den Markt eher bluten, um entsprechend deutlich auch Richtung der 2% zu gehen. Das ist natürlich die große Frage. Bei der FED müssen Sie berücksichtigen, die hat 2 Aufgaben, nämlich natürlich Inflationssteuerung und Förderung der Wirtschaft. Die EZB hat dieses Ziel primär nicht. Die muss nur Geldwertstabilität beinhalten, also 2%, so hat sie es definiert. Die FED soll aber auch die Wirtschaft stützen. Das heißt also, wenn die Wirtschaft natürlich jetzt deutlich in den Rückwärtsgang geht, ist die Frage, ob der Druck dann auch seitens der Wirtschaft größer wird, dass die FED dann vielleicht mit Zinssenkungen viel früher anfangen muss, als wir uns das jetzt noch alle erwartet haben. Aber werfen wir doch nochmal erstmal einen Blick auf die EZB. Sie sehen hier 3,5% in den nächsten 3 Monaten und dann bei 3,75 in den nächsten 12 Monaten. Auch dann glauben wir, dass bei 3,754% die EZB wahrscheinlich ihren Zenit an Zinssteigerungen erfüllt haben könnte. Und das ist das, was entsprechend hier in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Also ein bisschen schon, aber auch nicht so wahnsinnig viel. So, dann werfen wir mal entsprechend auf den Markt. Wie reagieren dann entsprechend die Marktteilnehmer auf diese Zinssteigerungen? Bevor noch irgendwas wirklich geschehen ist, es hat ja die Ankündigung allein ausgereicht und die Bundesanleihen sind kräftig in die Höhe geschossen. Ende 2021 sehen Sie, Sie haben hier einmal in Orange die 10-jährigen US-Staatsanleihen und die 10-jährigen Bundesanleihen. Das heißt, Sie kriegen hier, grob gesagt, fast 4% für eine 10-jährige Staatsanleihe und 2,5% für eine 10-jährige Bundesanleihe. Und das müssen Sie eben dann, das habe ich Ihnen mal mitgebracht, in Verhältnis setzen zu Dividendenrenditen im Durchschnitt, die Sie aktuell am Markt bekommen. Und da sieht es aktuell so aus, dass die Anleihen da attraktiver sind. Man muss natürlich aufpassen, Sie können natürlich nicht eine klassische Dividendenrendite mit einer 10-jährigen Staatsanleihe, die ja verhältnismäßig deutlich sicherer ist, gleichsetzen. Aber natürlich gucken die Anleger da drauf. Und bei den Anlegern sind nicht wir damit gemeint, die den Markt nämlich im Großen und Ganzen so gut wie nicht bewegen, sondern das ist die Frage, was sagen die Profis? Und stellen Sie sich vor, versetzen Sie sich mal in die Lage eines Anlegers, der entsprechend seinen Anbietern, also seinen Kunden, einen Pensionsfonds, der 3, 4, 5% Rendite versprochen hat. Was würden Sie an seiner Stelle eher machen? Würden Sie dann eher nicht eine 10-jährige Staatsanleihe mit 4% kaufen oder das Risiko in Aktien eingehen, wo Sie entsprechend die Schwankungen haben? Das heißt, Sie werden natürlich massiv umschichten oder haben das teilweise schon gemacht. Und das ist natürlich dann der Belastungsfaktor oder das Risiko für die Märkte, dass diese Fonds dann entsprechend stark umschichten werden, wenn Sie, Sie sehen es hier an der rechten Skala, das Blaue und das Rote, das ist die Dividendenrendite vom DAX und vom Euro Stoxx 50, die bewegen sich so in Richtung 3,5%. Wenn eine gute Unternehmensanleihe und langsam auch dann die Renditen von Staatsanleihen
sich in diesen Bereich hineinfräsen, dann kann es entsprechend dann dazu führen, dass natürlich dann Umschichtungen stattfinden, weil man natürlich sagt, gut, warum soll ich das zusätzliche Kursrisiko annehmen, wenn ich bei der Dividende oder bei den Zinsen mittlerweile auf der Anleiheseite mindestens genauso oder teilweise noch besser bin. Da muss man also wirklich aufpassen, wie die Marktteilnehmer da reagieren. Hier auf der linken Seite sehen Sie, die weiteren Zinssteigerungen werden natürlich dafür sorgen, dass diese Attraktivität auch noch zunimmt. Also wir werden hier, Entschuldigung, eins zurück. Wir werden hier bei den 10-jährigen Bundesanleihen wahrscheinlich Ende des Jahres bei 3% und bei den US-Staatsanleihen so bei 4,5% nachher liegen, die sie bekommen. Und für eine 10-jährige US-Staatsanleihe kann man jetzt überlegen, ob man jetzt ein Freund des US-Staats ist oder nicht. Dollarrisiko müssen Sie natürlich noch berücksichtigen, aber ansonsten 4,5% ist man echt ein Brett, muss man schon sagen, als sichere Anlageform. Gut, das stellt natürlich dann die Frage auf, ist das, was wir aktuell in den letzten Wochen gesehen haben, diese 1000 Punkte, die es im DAX oder auch weltweit an den Märkten gegeben hat, ist das nachhaltig? Geht das immer so weiter? Sind vielleicht sogar bald neue Allzeithochs sichtbar? Oder werden die verschiedenen Belastungsfaktoren doch durchaus den Markt nochmal einbremsen? Gucken wir uns erstmal die Stimmungslage an, das ist immer wichtig. Ich glaube, die Stimmungslage hier ist, glaube ich, ganz gut. Habe ich zumindest in den Gesprächen geführt. Sie nicken, wunderbar, vielen Dank. Ich brauche immer einen, der es bestätigt. Ist einer irgendwie ganz negativ? Das ist schlecht. Ich brauche mindestens einen, der negativ ist. Das ist schon schlecht, das ist ein Kontraindikator, ne? Weil, warum, wann steigen Aktien? Aktien steigen dann, wenn Sie jemanden finden, der mehr zahlt, als Sie haben wollen. Oder Sie verkaufen, Sie haben eine Aktie, bei 80 Euro gekauft, bei 100 verkaufen Sie sie und jemand kauft sie bei 100, weil er davon ausgeht, dass sie auf 120 steigt. Wenn Sie für Ihre Aktie 100 Euro haben wollen und Sie finden jemanden, der Sie für 100 Euro anbietet, dann müssen Sie 99 Euro bieten, wäre auch keinen, dann wollen Sie 98 bieten, irgendwann sagen Sie vielleicht, behalte sie. Aber dann geht es immer weiter runter. Das heißt, Aktienkurse können immer nur dann effektiv langfristig steigen, wenn Sie jemanden haben, der mehr für diese Aktie bietet, weil er mehr Chancen sieht. Die aktuelle Stimmungslage ist immer noch, Sie sehen es hier im roten Bereich, aber sie hat sich deutlich verbessert. Die interessante Situation ist, es sieht aktuell so aus, im letzten Jahr hatten wir eine recht schlechte Stimmung an den Märkten, obwohl die wirtschaftliche Entwicklung gar nicht so schlecht war. Wir haben zum Beispiel keine Rezession im letzten Jahr gesehen, die Wirtschaft in Deutschland ist sogar um knapp 2% noch gewachsen, trotz der ganzen Belastungsfaktoren, die wir hatten, Krieg und was da alles noch Schlimmes gab. Interessant, aktuell sieht es ein bisschen andersrum, die Stimmungslage ist relativ gut, aber die Aussichten der Unternehmen sind zwar nicht schlecht, aber sie spiegeln nicht im Endeffekt den Optimismus wider, den wir an den Märkten haben, muss man ganz ehrlich sagen. Also da sind die meisten doch ein bisschen sehr weit vorausgeschritten. Und wenn wir uns dann die harten faktischen Zahlen anschauen, untermauern die das Ganze schon, dass die Marktteilnehmer, also Sie hier alle, nicht ganz Unrecht haben. Denn was ich Ihnen hier mal mitgebracht habe, ist ein Beispielindikator. Das ist jetzt nicht der Nabel der Welt, aber er ist gut ausrechenbar und relativ breit bekannt. Das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das kann ich für eine einzelne Aktie berechnen, aber natürlich auch für einen einzelnen Index. Das ist dann hier der DAX. Das schwankt natürlich immer mal ein bisschen. Dann kann man einen Durchschnitt erziehen. Das ist diese orangefarbene Gerade, die Sie haben. Das ist der sogenannte Median. Der liegt so bei 13 etwa und aktuell bewegen wir uns im DAX noch deutlich darunter, unter 12. Als Analyst kann man dann zum Beispiel sagen, Aktien sind aktuell noch nicht wirklich teuer. Sind sie also deutlich über dem Median, dann müssen sie für Aktien viel Geld auf den Tisch legen, kriegen weniger Werthaltigkeit dafür. Aktuell ist entsprechend das Ganze noch relativ attraktiv. Die Krux an der ganzen Sache ist, das ist ein Indikator, der berechnet sich ja, indem sie den Kurs einer Aktie Bruchstrich durch den erwarteten Gewinn teilen. Und jetzt kommt ja das Zauberwort erwarteter Gewinn. Kommt nämlich im Endeffekt das, was der Markt aktuell oder die Analysten, muss man auch ganz ehrlich sagen, auf der Gewinnseite so nicht hinterher, sondern werden zum Beispiel Belastungsfaktoren wie doch wieder steigende Energiepreise, Eskalation des Krieges, das wissen wir natürlich alle nicht genau, aber entsprechend auch vielleicht zurückhaltende. Wer kauft sich den nächsten Auto, eine Einbauküche? Auch nicht, ne? Also genau, ne? Wo soll es denn herkommen im Endeffekt? Das Wachstum. Da sind wir alle noch ein bisschen zurückhaltend. Wir wissen nicht, was müssen wir jetzt nachzahlen, wie sind die Energiekosten. Und das wird natürlich schon dazu führen, dass dann diese Gewinnseite eventuell nicht so heftig steigt, wie es aktuell zum Beispiel jetzt eben diese 1000 Punkte im DAX, ich beruhige mich da, es eigentlich, sag mal, implizieren. Also da kann es sein, dass entsprechend, wenn die Gewinnseite nicht anhält, obwohl die Kurse gleich bleiben, eben diese Medianzahl ganz schnell mal erreicht wird, dann sind Aktien nicht mehr so attraktiv. Kein Warnsignal, aber zeigt, wir bewegen uns
auch nicht im absolut günstigen Bereich mehr, was jetzt entsprechend hier das KGV angeht. Deswegen sind wir aktuell auch noch eher ein bisschen verhalten auf der Aktienseite. Sollte natürlich die Berichtssaison, die jetzt aktuell läuft und vor allem in Deutschland dann bald anläuft, natürlich exorbitant gute Zahlen bringen und auch die Unternehmen wirklich sehr gute Prognosen haben, das ist aktuell noch so ein bisschen unter Unsicherheitsgesichtspunkten, dann kann man natürlich schon sagen, okay, dann mehren sich ja die Zeichen, dass die weitere Entwicklung dann doch relativ auf stabilen Füßen steht. Oder es liegt ja auf tönernen Füßen, da müssen wir mal ein bisschen die aktuelle Berichtssaison abwarten. Aber aktuell, ich gehe mal vor allem hier zum Ende des Jahres, erwarten wir hier im DAX eigentlich entsprechend eine Seitwärtsbewegung aktuell. Ja, mit den 15.000 Punkten waren wir vor 3 Wochen noch, ich sag mal, sehr optimistisch. Sie sehen es jetzt relativ schnell mit der Kursbewegung. Da kann man auch natürlich nicht alle 2 Wochen die Kursprognosen ein bisschen anpassen. Aktuell muss man da sagen, das, was der Markt eigentlich jetzt schon reingeholt hat, entspricht eigentlich jetzt schon den Erwartungen, die die Unternehmen von der Gewinnseite machen können. Das heißt, eigentlich ist der Drops schon gelutscht, könnte man sagen. Da muss jetzt schon noch richtig was Gutes kommen, um die Kurse weiter nach oben zu treiben. Also genauso wie der Privatkunde, der sagt, ich kaufe eine Aktie, weil ich erwarte, dass da was kommt, muss jetzt entsprechend ja entweder die konjunkturelle Lage, die Unternehmen uns überraschen, dass entsprechend hier zum Beispiel dann nach 15.500 oder 16.000 Punkte oder sogar neue Allzeithoch gerechtfertigt werden. Das sehen wir auf dem aktuellen Basis jetzt noch nicht. Ja, was gibt es noch für alternative Möglichkeiten? Oder das will ich noch dazu führen. Gold, Betongold, auch wieder so ein Thema. Gold hat eigentlich seinen Stabilitätscharakter, muss man ganz ehrlich sagen, im letzten Jahr nicht eingehalten. Hätte ja eigentlich immer sein müssen, hohe Inflation heißt normalerweise immer, Gold steigt, weil Gold ist nicht beliebig vermehrbar. Und deswegen ist Gold ja eigentlich immer eine gute Sache. Ich bin immer vorsichtig, wenn es darum geht, kaufe ich Gold, um damit zu spekulieren. Ist immer schwierig, ist meistens nicht so das Richtige. Gold sollte eigentlich eine Depotbeimischung sein. Da streiten sich so die Geister. Man redet so zwischen 5, 8, maximal 10%, die man in sein Portfolio packen kann an Gold, über welche Formen auch immer, ob Sie es in der Hand, also im Tresor halten wollen oder per Zertifikat. Das obliegt dann ganz Ihnen. Aber im Endeffekt, es holt Volatilität und Schwankungen aus dem Portfolio heraus. Das zeigen langfristige Ergebnisse. Und aktuell hat aber der Goldpreis wieder kräftig angezogen. Das hat natürlich auch was mit der Euro-Dollar nicht mehr Parität zu tun. Im Endeffekt, anstehende Zinsen sind für Gold eigentlich Gift, denn Gold zahlt keine Dividende. Also aktuell verhält sich der Goldmarkt aktuell ein bisschen atypisch. Zum großen Teil liegt das aber auch an massiven Käufen von verschiedenen Zentralbanken, die hier entsprechend zur Stützung ihrer eigenen Währung auch hier massiv in den Goldmarkt eingestiegen sind. Und wir bewegen uns hier in Richtung der 1900-Dollar-Schwelle. Oder glauben wir auch auf der aktuellen Basis, dass hier das Ganze weitestgehend schon ausgereizt ist. Also das, was wir hier gesehen haben im Gold, da muss man sagen, gibt es jetzt keine wirklichen Triggerpunkte, die dazu führen, dass der Goldpreis jetzt nochmal massiv nach vorne geht, weil wie gesagt, steigende Zinsen oder hohe Zinsen belasten normalerweise eigentlich nicht. Wir haben auf der einen Seite diese Unsicherheit, wie wird es weitergehen mit dem Krieg, mit den Energiepreisen, das stützt Gold. Auf der anderen Seite der Druck von oben bei den Zinsen und da bewegt sich Gold in so einer gewissen Zange, muss man sagen, und da sind so 1900 Dollar unsere aktuelle Prognose. Also Stabilisierung des Portfolios, ja. Anlageobjekt, um damit richtig gute Rendite zu erzielen, wahrscheinlich in diesem Jahr erstmal nicht. Betongold, ja, da ist mancher auf dem kalten oder falschen Fuß kalt erwischt worden, so wollte ich es formulieren. Das ist nämlich das Thema, bis vor kurzem konnte man sich ja noch zu 0,7 oder 0,8% 10, 15 oder 20 Jahre binden. Dann war es, das haben wir in Frankfurt bei uns auch gesehen, überhaupt kein Thema mehr. Kostet der Quadratmeter eines Hauses jetzt 8, 9, 10 oder 12.000 Euro. Das war überhaupt kein Thema. Das machte dann vielleicht 50 Euro in Anführungsstrichen in der 3- oder 4-Monats-Tilgungsrate dann aus. Das war aber kein Thema. Das ist jetzt ganz anders gewesen. Teilweise verdreifacht oder vervierfacht haben sich ja jetzt die Zinsen. Und das hat natürlich schon dazu gesorgt, das sind hier diese grauen Balken, zum Beispiel in der Mitte, da steht MFH, also Mehrfamilienhäuser. Die, dann haben wir die Wohnungspreise und so weiter. Also da gibt es schon die ersten deutlichen Anzeichen, dass selbst in Metropolen, wie wir sind, zum Beispiel in Frankfurt ja auch gesehen haben, dass die ersten Preise wieder zurückkommen. Das bewegt sich natürlich auf einem absoluten Luxusniveau. Also letztens habe ich beispielsweise gelesen, da gibt es dann die Apartment, das typische tolle Apartmenthaus in München. Da wollte dann jemand 1,65 Millionen Euro für haben. Jetzt steht der Preis bei 1,42. Schnäppchen, ne? Genau.
Immer noch unerreichbar, keine Frage. Aber natürlich von diesen absoluten Traumpreisen geht das runter. Das führt natürlich auch zu dieser Statistik. Einen massiven Einbruch des Wohnungsmarktes erwarten wir gleichwohl nicht, denn wir haben das Problem, es wird zu wenig gebaut. Es gibt immer noch genügend Nachfrage. Die Krux an der ganzen Geschichte ist, das Ganze wird wahrscheinlich dann Druck auf die Mieten ausüben. Das heißt also, die Mieten werden jetzt weiter nach oben gehen. Also gut für den, der vielleicht ein Haus oder Wohnung hat, die er vermieten kann, weil im Endeffekt es wird weniger gebaut. Die Nachfrage ist trotzdem da. Der Trend geht eben zu wenigen Personenhaushalten, immer mehr Quadratmeter, Zuzug in die Städte, und das wird die Mieten jetzt nach oben treiben. Auch natürlich wieder ein Belastungsfaktor für diejenigen, die sagen, kann ich konsumieren oder nicht, muss man auch wieder berücksichtigen. Das ist halt das Thema. Das heißt also, vielleicht gibt es demnächst die Möglichkeit, auch das eine oder andere günstige Angebot ranzukommen von richtigen Schnäppchen, dass also der Marktpreis jetzt um 20 oder 30% runtergeht oder einen kompletten Zusammenbruch. Das erwarten wir wohl gleichwohl auch nicht. Also von daher, Betongold, ja, wer es sich leisten kann, kann natürlich schauen, ob sich gute Marktgegebenheiten bieten. Der Vorteil ist eben, man kann nachher ganz gute Mieten rausholen. Also wer entsprechend das in seinem Portfolio mitmachen möchte, gerne. Das ist jetzt aktuell die Lage, dass natürlich, wie gesagt, die Zinsen angestiegen sind, also wohl dem, der sehr, sehr viel Eigenkapital mitbringen kann. Ja, wenn Sie von dem, was ich Ihnen jetzt so mitgebracht habe, weiter auf dem Laufenden gehalten werden möchte, regelmäßig solche Prognosen hören und sehen möchte, für den habe ich jetzt noch ein paar kurze Tipps mitgebracht, die möchte ich Ihnen noch kurz zeigen. Und zwar einmal, wenn Sie möchten, wir haben von unserem Portal DZ-Bank, DZ-Bank Derivate, zweimal in der Woche einen Newsletter. Da kriegen Sie also freihaus, kostenfrei die Informationen, die stehen auf unserer Internetseite, aber wir haben ein eigenes Team, das packt diese Informationen kurz und prägnant zusammen. Jeden Mittwoch, jeden Freitag gibt es da einen Newsletter, und da sehen Sie, Sie kriegen im Endeffekt dann aktuelle Marktanalysen. Wir haben auch Einzelwertanalysen damit mit entsprechenden Produktideen für Zertifikate. Sie haben im Börsenkalender auch den Börsenblog eines Börsenprofis, der dort regelmäßig zu Einzelwerten oder auch zum aktuellen Gesamtmarkt seine Einschätzung anbietet, und unter dzbank-derivate. Newsletter oder gerne auch dran bei uns am Stand, können Sie sich kostenfrei zu diesem Newsletter anmelden. Dann für diejenigen, die sagen, ich bin ein bisschen stärker am Markt, will auch ein bisschen aktiver sein, für die bieten wir jeden Montagabend ein Trading-Webinar an. Da haben wir verschiedene Finanzspezialisten, die erzählen eine Stunde lang jeden Montagabend von 19 bis 20 Uhr über das aktuelle Marktgeschehen, ähnlich wie Vorträge hier. Wo stehen wir zurzeit, wo kann es hingehen und welche ganz konkreten Ideen haben die jetzt, wie man jetzt von dieser Marktlage profitieren kann. Ist ein bisschen kurzfristig orientierter, also deswegen Trading, also jetzt nicht unbedingt für die Altersvorsorge gedacht, sondern derjenige von Ihnen, der sagt, ich möchte Marktchancen mal nutzen, dem bieten wir hier dieses kostenfreie Webinar an. Wir haben jetzt welche für Aktien, wir haben Spezialisten für Rohstoffe, wir haben jemanden für technische Analyse, für Börsenpsychologie, und es gibt auch mal wieder entsprechende Anlagetipps. Und wer entsprechend gleich dann dabei sein möchte, da kann ich Ihnen gerne anbieten. Ich werde zusammen mit unserem Rohstoffanalysten Gabor Vogel bei uns aus dem DZ-Bank Research am Montag diskutieren, wo gehen denn die Rohstoffpreise hin? Denn das ist ja das Interessante, daran bemisst sich ja die Inflationsrate, danach wieder die Zentralbankentscheidung. Also deswegen ist es schon relativ wichtig, dass man, auch wenn man nicht unbedingt in Rohstoffen anlegen möchte, denn aber weiß, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Genau, und wer von Ihnen entsprechend dann sich da anlegen oder da anmelden möchte, kostenfrei, wie gesagt, gerne bei uns am Stand. Und ansonsten, ich habe das eine oder andere Handy schon zücken sehen, genau, probieren Sie einfach, der müsste groß genug sein, können Sie einfach den QR-Code scannen, und dann haben Sie diese Informationen, wie gesagt, jede Woche Montag von 19 bis 20 Uhr, und das Ganze wird entsprechend auch aufgezeichnet. Und dann will ich Ihnen ganz zum Schluss noch unsere Social-Media-Kanäle näher bringen. Das sind eher so kleine Learning-Snacks. Da haben wir weitestgehend jeden Tag so einen Kurzbeitrag. Wir schauen uns aktuelle Märkte an. Wir haben Finanzreels, 60 Sekunden, die aktuelle Sachen erklären. Orientiert sich tendenziell vielleicht auch eher an den Einsteiger. Also wenn Sie alles alte Börsenhasen sind, vielleicht haben Sie aber jemanden, der noch ein bisschen eher beginnen möchte. Und dann können wir entsprechend Ihnen das hier anbieten. Jeden Tag finden Sie da interessante Informationen zum aktuellen Marktgeschehen. Und das ist eben hier Instagram, wenn Sie DZ-Bank-Wertpapiere sich anschauen. Ja, und zum Schluss noch, alle 14 Tage lade ich auch wieder unterschiedliche Referenzen ein zu einem Podcast. Der ist dann nicht so marktaktuell, also da geht es nicht darum, wo gehen die Märkte morgen hin, sondern da schauen wir uns eben das langfristige Thema an. Was ist also zum Beispiel Elektromobilität, wo geht es hin? Letztens habe ich zum Thema Anlegen, Finanzen in Ordnung bringen gemacht. Also im Endeffekt all das, was entsprechend länger hört, da können Sie sich auch einen Podcast, der zum Beispiel 2 Monate alt ist, immer noch wunderbar anhören. Der kommt dann alle 14 Tage, und den finden Sie bei allen gängigen
Podcast-Portalen und dann ist das Stichwort Fit for Trading. Auch den habe ich Ihnen hier nochmal mitgebracht. Ansonsten, ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen so einen aktuellen Einblick geben und zusammenfassend also nochmal die Belastungsgrenze bei vielen ist mittlerweile erreicht, auch Privatkunden muss man sagen. Das heißt, da ist gar nicht mehr so viel Geld da, um zu investieren. Dann auch entsprechend Geld nachzufragen, beziehungsweise Produkte nachzufragen, muss man berücksichtigen. Jetzt sind wir in Deutschland hier nicht allein auf der Welt, aber im Ausland sieht es ja entsprechend auch ähnlich aus. Da muss man ein bisschen aufpassen, ob die Konsumenten entsprechend dann die Wirtschaft so stark befeuern können, wie das aktuell die Börsenmärkte so sehen. Ob die entsprechende Inflationsrate auch noch so schnell zurückgeht, wie sich viele das erwarten, das steht auch nochmal auf etwas tönernen Füßen. Also da könnten wir noch ein bisschen überrascht werden. Und die Notenbanken werden natürlich alles in der möglichen Regel Stehende tun, um die Inflationsrate möglichst schnell runterzubringen. Und ob deswegen bereits Mitte des Jahres der Zinserhöhungszyklus komplett vorbei ist, wie es die meisten Märkte erwarten, das steht noch so ein bisschen auf ein Thema, deswegen die Börse haben schon sehr, sehr viel aufgeholt und deswegen ist zurzeit das aktuelle Potenzial eher begrenzt. Deswegen lieber mal vorsichtig sein. Man kann auch vielleicht überlegen, ob das eine oder andere Absicherungsprodukt mal ins Portfolio gehört oder man sich auch Produkte mal anschaut auf Seitwärtsmärkte. Also da lieber ein bisschen vorsichtig sein, als jetzt zu sagen, neue Allzeithochs liegen in greifbarer Entfernung. Das scheint aktuell eher nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche alle zu Hause Ihnen noch einen schönen Nachmittag und Abend und Ihnen hier entsprechend auch gerne beim nächsten Vortrag noch viel Spaß und ansonsten dann Sie dann entsprechend gut nach Hause kommen und hoffentlich, dass wir uns bald wiedersehen. Danke Ihnen.